Hey Jonas, schön, dass du dir kurz Zeit genommen hast fürs Gespräch. Du bist Saisonbeginn nach Kiel gekommen. Wie hast du dich jetzt im letzten halben Jahr eingelebt im Hohen Norden? Ja, also ich habe mich richtig gut eingelebt. Die Mannschaft hat es mir auch leicht gemacht und auch so alle drumherum, die immer da an der Anlage arbeiten und sowas, da fühlt man sich einfach wohl. Und ja, wenn man sich wohl fühlt, ist es auch, glaube ich, einfach, sich einzuleben. Also gut. Sehr gut. Hättest du vor der Saison erwartet, dass es ja für dich und auch die Mannschaft so gut läuft? Also ich habe erstmal gar nicht so viele Gedanken, ich hatte gar nicht so viel Zeit darüber nachzudenken, wie es laufen könnte, weil das alles so schnell gegangen ist. Na klar, also ich habe schon jetzt gedacht, so am Braunschweig, die sind direkt abgestiegen nach der Relegation und als ich in Karlsruhe gespielt habe, waren wir auch in der Relegation, da war es in der Hinrunde auch nicht so einfach. Aber irgendwie habe ich mir gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Okay. Jetzt hast du in den letzten Spielen vor der Winterpause gefehlt. Wie geht es dir aktuell? Ja, ich habe krank gefehlt. Also ich bin jetzt nicht mehr krank, aber ich habe noch Probleme mit dem Oberschenkel, also mit der Muskulatur da. Und da versuchen wir jetzt dran zu arbeiten. Und ja, mir wird es schon bald wieder besser gehen, denke ich. Du hast ja gerade schon angesprochen, versuchen daran zu arbeiten. Ihr habt ja nicht nur in der Heimat in Kiel, sondern auch hier gute Bedingungen, um halt wieder topfit zu werden, ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Also der Kraftraum hier ist richtig gut und wir haben genügend Leute mit Physios, drei Physios. Man bekommt immer Behandlung, wenn man sie braucht und die machen auch einen richtig guten Job, die Jungs. Der Arzt ist dabei und im Kraftraum ist auch immer ein Physio, der dann wie so ein Reha-Trainer sozusagen dann nur mit uns Spielern, die jetzt nicht auf dem Platz sind, trainiert und das ist schon gut für uns. Dadurch werden wir auf jeden Fall schneller wieder fit. Okay. Und über die Hinrunde haben wir jetzt schon gesprochen. Was erhoffst du dir für die restliche Rückrunde und auch das Pokalspiel? Ja, also fürs Pokalspiel erhoffe ich mir, dass wir irgendwie weiterkommen, egal wie. Aber das, denke ich mal, hofft jeder hier. Und ja, wir wollen so viele Punkte wie möglich holen. Und wir sind jetzt meiner Meinung nach immer besser geworden, auch von der Punkteausbeute her. Und das wollen wir versuchen, so ja, eigentlich zu steigern, so beizubehalten und noch das noch besser zu machen, alles noch besser umzusetzen, was der Trainer sehen will und vielleicht noch mehr Punkte zu holen als in der Hinrunde. Ja, das hoffen wir uns auch. Vielen Dank fürs Gespräch, ja. Weiteren gute Genesung und ja, alles Gute für die Rückrunde.